kam jemand noch mal auf mich zu und fragte, ob wir noch mal das Braunschweiger Lied spielen können. Ich weiß nicht, wollt ihr das noch mal hören oder? Ja. Tiere leiden und die Erde blutet auf. Doch der Michel sitzt am Lenker und sperrt seinen Turbo auf. Jemand muss was sagen, jemand muss protestieren, damit wir nicht auf den Rest unserer Menschlichkeit verlieren. Und nun steht ihr wieder hier auf unserem Platz vor uns noch. Über uns da. Immer reicher sein Gott. Warum Mütter ihre Kinder nicht mehr selbst durch Leben führen, weil die Leidenden der Kriege keine Herzen mehr berühren. Jemand muss was sagen, jemand muss protestieren, damit wir nicht auf den Rest unserer Menschlichkeit verlieren. Und nun stehen wir wieder hier auf unserem Platz vor Schloss. Über uns war Wilhelm und Zuber, ob bei Regen oder Sonne, jeden Montag sind wir da. Für den Frieden, für die Liebe, ja für ja. Wie kann es sein, dass Handys teurer sind als Menschenleben? Dass wir auf unsere Freiheit keinen Cent mehr geben. Warum glauben wir dem Fernseher mehr als unserem Verstand? Und wir denken, das zu ändern, läge nicht in unserer Hand. Komm, du kannst was ändern und du musst akzeptieren, dass wir sonst auch noch den Rest unserer Menschlichkeit verlieren. Und nun stehen wir wieder hier auf unserem Platz vom Schloss. Über uns war Wilhelm und Zuber. Ob bei Regen oder Sonne, jeden Montag sind wir da. Für den Frieden, für die Liebe, ja für ja. Wie könnte es sein, wenn wir von heute von Werten und Moralen fernen, Helden geben, macht uns glücklich und die Einsamkeit verringert, weil ein jeder sich auf Liebe, Freundschaft, Mitgefühl besinnt. Komm, du kannst was sagen und du musst protestieren, damit wir nicht auf den Rest unserer Menschlichkeit verlieren. Und nun stehen wir wieder hier auf unserem Platz vorm Schloss. Über uns war Wilhelm und Zuber, ob bei Regen oder Sonne, jeden Montag sind wir da. Für den Frieden, für die Liebe, ja, dann stehen wir wieder hier auf unserem Platz vom Schloss. Über uns war Für den Frieden.
Woche, eine friedliche Woche. Und ja, denkt dran, informiert so viele Menschen wie möglich. Ihr seid aufgeklärt über das, was da draußen passiert. Und es müssen ganz viele Menschen erfahren, damit wir was ändern können. Sprecht Arbeitskollegen, sprecht Familienmitglieder an, sprecht Freunde an und bringt sie das nächste Mal mit. Und wenn ihr sie nicht so wirklich begeistern könnt, wenn es solche Menschen sind, die eher ignorant sind, denkt an den 27. Da kommt dieser VG und der Kilitsch Mohr. Der Kevin, genau. Legt uns seinen Namen, ist nicht so. Die beiden kommen extra und ladet sie einfach zu einem Musik-Act hier ein. Bringt sie mit und den Rest machen wir hier vorne. Alles klar, eine schöne Woche. Kommt nach Hause. Und bis nächsten Montag, 18 Uhr.